Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind wieder im selben Haus. Ah ja, die Mathilde spielt auch mit. Hi. Und ja, uns fehlen Klamotten. Wir haben jetzt die Nacht über ein bisschen Klamotten gebastelt. Nur mal zur Erläuterung. Ich gehe mal kurz ins Menü. So, ich habe hier zum Beispiel so einen Stoffpanzer gebracht. Wenn wir den mal anklicken, dachte ich mir, hey, Stoffpanzer hält warm. Nee, aber Kaltresistenz und Wärmeresistenz ist quasi null. Was haben wir hier? Oh, der Kampfanzug ist gar nicht verkehrt. Oberteil. Kälteresistenz 8 und Heat 8. Militärschuhe bringen nichts. Die Shorts sind nicht schlecht. Und die Cowboy-Stiefel gehen auch. Wir sind jetzt einfach hier nochmal in die Stadt gefahren. Und sind Häuser, wo wir letztes Mal gestorben sind, um nach Kleidungsstücke zu suchen. Ja, und dass wir mal ins kalte oder warme Gebiet können. Aua. Aua. Und zusätzlich haben wir noch festgestellt, dass, ja, um ein Motorrad zu bauen, fehlt mir Kohle. Deswegen haben wir jetzt auf dem Hinweg an so ein paar Steinbrocken einmal Halt gemacht und haben noch ein bisschen Kohle abgebaut, dass wir morgen auch wirklich beide ein Minibike haben. Ja. Ja, Katze. War das der Kellerraum, wo ich vorhin war? Oder vorhin, gestern. Ne, da ist noch ein Safe. Aha. Aha, den Raum habe ich gar nicht gesehen. Okay. Oh, eine Kartoffel gefunden. Oh, eine Waffenkiste. Schön, schön, schön. Dauert immer ein bisschen länger, bis man die aufhat, weil es eine Waffenkiste ist. Da braucht man immer 10 Sekunden. Weil ihr wisst ja, eine Waffenkiste geht nicht so leicht. Oh, eine MP! Maschinenpistole! Oh! Ach, das sieht von außen an wie ein Schrank. Au! 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 Das ist kein das ist kein Holz, das ist dieser scheiß Kühlschrank. Hinterm Kühlschrank war das Geheimversteck. Aha. Das ist ja krass. Die geben sich echt Mühe. Ich hätte mal mein Metallwerkzeug hier verbessern sollen. Na, tut mir leid, muss ich leider jetzt aufkloppen. Dann komme ich wahrscheinlich nie wieder hin. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der da irgendwie eine Tür verdeckt hat. Du klopfst auch irgendwo, ne? Ja. Gut. Weil dann bin ich, dann kann ich ja sicher gehen, dass du das warst mit den Geräuschen und nicht irgendwas anderes. Meinst du wie gestern? Ja. Schrankzombies! Mach sie tot! Bin dabei! Was ist drin? Was ist drin? Compoundbogen 5! Krass und verbesserte Munition und eine Pistole. Nice. Dann brauche ich jetzt Frames. Frames. Gib mir Frames. Oh, 5 Stück nochmal. Beam me up, Scotty! Hat Kirk niemals gesagt, übrigens. Ich weiß nicht, vielleicht später in den Film, aber... So 100% sicher bin ich mir auch nicht. So, kommt man bestimmt doch irgendwo... Hoch oder vorbei. Bin sie hoch? Ah, Zombies! Ah! Ah, da sind noch mehr Zombies bestimmt. Ah! Ach, hier gibt's... Kommt man hier... Ach so. Wo geht's denn hier? Nach oben? Oh, nee, ne? Okay, das Haus ist wohl im Flachdachhaus. Oh, scheiße, ey. Ah, da geht's doch um. Puh. Ah, brauchst du Hilfe? Nö, alles gut. Ah, das Haus habe ich mir von der Seite mal angeguckt, weil du kommst hier hinten, ist nämlich hier so Schrott oder so, und dann kommst du nämlich ins Dachgeschoss. Genau. Da bist du vorangegangen, oder? Ja, ja.
Ja gut, dann mach du das hier, dann gehe ich schon mal ins nächste Gebäude. Aber der Boden hat halt gerade nachgegeben. Und da bin ich auf einmal im Keller gelandet. Das Haus sieht auch ein bisschen schrottig aus. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt immer die Eingänge kaputt hauen. Damit wir nämlich wissen, in welches Gebäude wir waren und welches nicht. Ist eine schlaue Idee. Wohl, hier könnten sich die, würden sich die Fenster anbieten. Weil die Tür, die haben ja so Spitzen. Ist ja auch doof. Da ist die Garage offen. Naja. Ach, du klappst dich einfach durch die Treppe, oder wie? Hallo, ich bin's, der Heinrich. Es fährt zu Hause. Hallo? Oh ja, da. Lebt noch. Bleib mal liegen. Da ist doch auch noch was. Ah, ist ein Stuhl. Hey! Ich hab gesagt, liegen bleiben. Heinrich befiehlt. So. Bleib da liegen. Passt doch. Futter. Das hau ich mir gleich in die Birne. Oh, und ein Safe. Also ich hab echt ein Gespür für Safes. Jetzt kann ich mich hier endlich in Ruhe umschauen. Alles waren gerade so ein bisschen überraschend hier runtergefallen und auf einmal ganz, ganz viele Zombies. Dann musste ich mich erstmal sortieren. Jetzt kann ich mich in Ruhe umschauen. Du bist im gleichen Haus wie ich, oder? Nee, ich bin weitergegangen. Ich war erst im gleichen. Da dachte ich mir, ach komm. Gehst du mal weiter. Achso. Und ich dachte, das läuft ja gut bei dir. Oh, schwarz. Ah. Ein Poundbogen mache ich mal schwarz. Modify. Abschließen. Ach, meinen alten Poundbogen hatte ich ja auch schwarz gemacht. Ah, da ist ja noch jemand. Hi. Oh, komm her, mach ich. Modifiziere ich die Spitzhacke, damit ich die Farbe aus dem Slot kriege. Zack. So. Ist das ein Nachbarhaus hier, oder was ist das? Kompletter Geheimraum. Cool. Oh, hier ist eine Werkbank. Ja, ich finde sowas cool, also... Da macht das Suchen in den Gebäuden auch richtig Spaß, wenn man sich da echt alles angucken muss. Nee, ich habe es jetzt auch echt nur mitgekriegt, weil hier da so eine Krankenschwester war. Und die ja die ganze Zeit noch so rumgezickt hat. Hm. Weil das war auch immer echt cool. Hier ist auch ein Safe. Ist es in einem Nebenhaus? Ich glaube, ich bin in einem Nebenhaus gelandet. Die hat sich einfach durch die Wand gekloppt. Oh. Ich krieg Damenbesuch. Das ist nicht zu knapp. Na? Au! Ah! 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 Der gehe ich nicht mehr aus dem Kopf. Aua! 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 Fackel nehme ich mit. Lebst du noch? Ja. Gut. Du kriegst eine Nachricht, wenn ich sterbe. Keine Bange. Ich habe gerade mich um den Damenbesuch gekümmert. Da habe ich nicht auf Nachrichten geachtet. Ich verbinde mich mal hier. Besser ist. Puh. Leere Handtasche. Puh. Haben wir genug Schraubenschlüssel zu Hause? Wenn du welche hast, nimm mit. Nur weil das ein Einser ist. Nimm mit.
Und schon bin ich überfüllt. Ah, ich bin auch schon überfüllt. Oh, Honig. Das mitnehmen auf jeden Fall. So, Waschmaschine, Stoff. Und nur Stoff, schade. Oh, das Haus ist hier noch echt gesichert. So, Airdrop. Wo immer der runterkommt. Eine Taschenlampe. Zielt auf einen Schrank. Was mag da wohl drinne sein? Oh, die hat's gleich zerpimmelt. Da ist nix. Da ist nichts. Und da, naja. Auch nicht. Doch, doch. Ein Einhorn habe ich gefunden. Ein Einhorn? Ja. Jetzt ist es das letzte Einhorn gewesen. Da war eine Mine. Dass ich da nicht drauf gelaufen bin, oder? Nee, doch nur ein Kochtopf, okay. So, ich schaue mich jetzt erstmal hier ein bisschen im Keller um, bevor ich in den anderen übergehe. Ich hau mir erstmal Katzenfutter rein. Yam, 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 yam. Lecker. Oh, ein Schwebepfeil. Ein Pfeil, der in der Luft schwebte. Oh, was war das denn? Oh, das war eine Falle. Alter, ihr Schweineflatten. Das ist ja ein tiefes Loch drunter. Das ist ja überall hier. Das ist ja richtig tief. Das Wasser drunter. Alter Schwede. Das Haus ist eine Falle, ey. Oh, da liegt eine Mine. Die nehme ich mit. Die will ich haben. Mine. Kann ich nicht hochheben? Scheiße. Oh, ich habe noch eine Bleibatterie gefunden. So, dann schaue ich mich mal hier weiter um, wo es hier noch weitergeht. Aber viel werde ich nicht mehr machen, weil ich bin wirklich voll. Scheiß Mine geht nicht hoch. Was ist das denn hier, Cooles? Ja, wo bist du denn, Tussi? Oh. Aha, hier gibt's eine Luke nach unten. So, also, ich bin proppenvoll. Alter, hier ist ein Minenparadies. Dass man die nicht entschärfen kann. Wo ist hier der Ausgang? Oh, oh. Da ist der Ausgang. Ich würde mich auf den Heimweg begeben wollen. Oh, ich will auch so vieles. Würde ich vielleicht einfach schon mal vorradeln und dann noch Bäume hacken oder so. Ja, mach das. Ich finde dieses Gebäude gerade so interessant, aber ich bin leider... Warte mal. Haben wir nicht irgendwas zusammengesammelt? Er kommt, er kommt. Also Kohlebrocken bestimmt, Nitrat, Blei. Ah, du war tot. Also auf jeden Fall so ein bisschen Ressourcen haben wir bestimmt zusammengesammelt. Ja, warte mal, ich will kurz mit dir noch... Das Haus will ich auf jeden Fall durchgucken. Das ist eine super Falle hier. Da hab ich Bock drauf. Bist du denn, Süße? Ich bin bei den Fahrrädern. Ja, ich komme zu dir. Juhu, warte mal. Du hast Kohle, du hast Nitrat wahrscheinlich, ne? Ja. Blei hast du auch. Kohlebrocken. Hast du Stoff? Jo. Hast du Munition? Ja. Was hast du denn für Munition? 7,62 Flintenmunition. Behalte ich. Steel Ammo. Welches Steel Ammo? Die Pistole war 9mm. 9mm habe ich beides. Okay, da. Hast du auch Messing? Nein. Gut. Du hast ja keinen Platz mehr frei, hast du gesagt. Also ich habe noch frei, aber ich würde nichts mehr sammeln wollen.
Nee, weil dann würde ich dir nur was geben, dann kannst du ja nach Hause fahren. Ja, ja. Dann hier Compoundbogen, Stufe 2. Pistole. Schraubenschlüssel. Eisenschaufel. Noch Platz, oder? Also die Schaufel kann ich... Ah, doch, jetzt. Ja, ich habe noch 2, 4, 6, 7, dann bin ich komplett voll. Warte, das kriegst du noch, das kriegst du noch, das kriegst du noch, das kriegst du noch. So. Dann gute Heimreise. Boah. Oh Gott, bin ich langsam. Fühl mich wie eine alte Frau. Aber dann kann ich dir schon mal dein Moped zusammenbasteln. Das ist sehr, eine sehr gute Idee. Ich weiß, das ist ja auch meine. Ja. Ach, scheiße, ich hoffe, ich krieg überhaupt das. Ah, nee, habe ich noch. Ah, ich habe noch Frames mit. Gut. Weil ich weiß nicht, ob ich noch genug springen kann, um über unseren Graben hinwegzukommen. Ja, zur Not einfach ein Frame, aber ich habe es letztes Mal auch geschafft. Und ich war extrem überfüllt. Ja, ich habe jetzt keine... Naja, 3 Slots habe ich jetzt tatsächlich. Ich glaube, ich will das nicht riskieren. Nur Geld. Also Kleidung ist echt weniger geworden. Oh, hi. Oh, scheiße. Wo sind meine Verbände? Oh nein, doch da. Hast du ah, ich dachte, ich hab dir gerade die Verbände mitgegeben. Das wäre fatal. Weil du, nee, du hast keine Schrott mitgegeben. Ah, der Keller wird interessant und der Dachboden. Und noch ein Safe hier. Tu mir nur einen Gefallen und sterbe nicht. Nee, da habe ich auch keine Lust zu. Dann ist ja gut. Ich brauche dich noch Heile und Gebände. Ein Safe kriege ich nicht auf, wahrscheinlich, weil ich kein Metall habe, scheiße. So, deine Spitzhacke ist kaputt. Ja, ja. Die lasse ich nochmal. Hier gibt's noch einen Dachboden. Richtig geil. Oh. Ich glaube, so langsam wird's gleich. Ich helf dir mal. Muss ich aufpassen, jetzt höre ich von außen nämlich auch Zombies. Wird das gleich von zwei Seiten wieder kommen? So, da ist eine Mine. Hier ist ein Klo. Sehr schön. In den Minen laufen sie noch nicht rein, die Viecher. Müssen wir auf jeden Fall keine Minen bauen, wenn du da irgendwie kannst. Ja doch, du musst dann nur so bauen, dass die unbedingt die Richtung Mine laufen. Ja, aber so eine Mine funktioniert auch einmal nur, deswegen würde ich sagen, wir bauen keine Mine. Oh, der hält schon mal mehr aus, der Typ hier. Ihr wollt alle meinen Knüppel, ihr kriegt den Knüppel hier, den roten Knüppel, der euch Kopfschmerzen verursacht. Hast du schon? Ah. So langsam kennt man die Verstecke. Noch eine MP5. Und ein Kampfanzug-Oberteil. Du hattest, glaube ich, keinen, ne? Weil der hat Kälteresistent 8 und Wärmeresistent 8. Doch, ich habe einen Kampfanzug-Oberteil. Gut, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe... Ach so, ich habe irgendwie... jetzt dies gekauft.
Puh. So, zu Hause bin ich. Hä? Naja. Und ein bisschen Silber und Goldnuggets habe ich gefunden. Jetzt gucke ich mir den Keller an. Ach, siehst du, ich kann mich auch gleich noch mal ein bisschen Wasser kümmern. Wasser ist auch eine hervorragende Idee. So, an den Minen vorbei. Hier ist die Luke. Auch Frames. 10 Stück vielleicht. Was macht ein Hunger und Durst? Nahrung könnte man gebrauchen. Eine leckere Hühnersuppe. Miam, 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 miam. Hühnersüppchen. So, Frames sind gebaut. Eine Leiter. Könnte. Jo, hier gibt es eine Leiter. Cool. Ach du geile Kacke. Geht sterben! Ach da. Die haben hier nach dem Schatz gegraben oder so. Keine Ahnung. Das ist cool. Aber wir haben vorhin Wasser gesehen, als ich runtergeguckt habe. Hier geht's bestimmt noch weiter. Nee. Eine Schrotflinte. Eine gratis Fackel. Oh, da kommt der. Hallo, hübsche Frau. Ist der schon tot da unten? Was kracht da noch zusammen? Ich will das unbedingt wissen. Es ist meine Neugier, die mich hier in den Tod bringt. Hui! Jetzt gerade so ein bisschen was von The Forest. Wie kann ich hier Frames bauen? Ich brauche Platz für meine Frames. Hier sind ja noch ganz. Ist ja noch ganz viel Wasser. So, das Taschenmotorrad für dich ist auch in der Fertigung. Okay. Jetzt von dir, danke. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob ich da einfach runterspringen soll und dann von unten nach oben bauen oder. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann hier nicht die Frames tiefer bauen. Das ist voll nervig. Hier macht kein. Oh, doch da. Aber so das Frames an Frames macht er irgendwie nicht. Doch da. Da macht er das so. Noch 9 Sekunden, dann ist dein Taschenmotorrad fertig. Hammer. Ja, ich weiß. Will wissen, was da ist. Eine Leiche. Eine Handtasche mit der nächsten Papier. Alter, wollt mich doch verarschen. Geht's da weiter? Du bist nass. Danke für die Info. Ich bin nass. Es ist dunkel. Ich komme da nicht hin, oder was? Oh, das ist einfach. Fail. Ich komme da zu dem Grad, zu dem Raum, wo ich war. Kann ich atmen? Alter, Gott sei Dank,
So, das war einmal ein Satz mit X. Ich dachte, hier gibt es noch eine geile Höhle oder so, aber es war einfach nur der andere Raum, den wir schon gesehen haben. Das heißt, ich bin fertig. Raus hier. Raus, raus, raus. Aber ich fand, das war ein sehr interessantes Haus. So. Mir ist jetzt kalt. Ach ja, ich bin ja nass. Hm. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Was denn? Ich habe vergessen, Dings mitzunehmen. Benzin. Benzin. Airdrop ist noch bei mir. Meinst du, schaffst noch zum Airdrop? Wirklich? Ich versuch's. Dies ist mein Taschenmotorrad. Es gibt viele Taschenmotorräder, doch dieses ist meins. Und... Guck gerade mal. Öffnen. Waren Storage. Ja, hat er. Hat ein Vehicle Storage. Yeah, wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nichts. Was? Ja, mir ist richtig kalt. Das ist doch Wumpe. Ich wollte doch nicht rum wegen der Kälte, Mann. Das ist auch der Effekt weg. Geht doch. Ist das schon da vorne der Airdrop? Nee. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Ich will nur kurz zum Airdrop. So, und weil es so schön ist, trinken wir gleich nochmal was. So, Essen, Compoundbogen en masse. Naja. So, dann klopfe ich jetzt noch etwas Holz. Ja. Well, die nächste blutrote Nacht ist ja der 21., ne? Ja. Hm, sollten wir morgen vielleicht wieder ein Verteidigungsspezial machen, oder... Kriegen wir es so nebenbei hin? Was meinst du? Also, ich denke, das kriegen wir direkt am 21. Ich glaube, wir brauchen keine 2 Tage. Okay. Auf Straße dann. Ich möchte morgen mit den Muppets fahren. Ja, dann würde ich sagen, weiß nicht, kalt oder warme Gebiet, müssen wir mal gucken, was uns eher interessiert. Also entweder Norden oder Süden, ne? Mhm. Dann machen wir eine Biker-Tour. Hui! Und ich hacke jetzt einfach, was ich in der Zeit jetzt noch schaffe, zu hacken. Ja. Ey, müsste eigentlich eine... Hat man es früher schon mal getestet? Was? Unterirdisch Bäume zu pflanzen? Nee, haben wir nicht getestet. Damit man in der Nacht quasi Holz hacken kann. Also wir können es probieren. Aber da brauchen wir auf jeden Fall eine relativ hohe Höhle. Ja. Einen großen Bereich haben wir ja. Dann gehe ich da einfach gleich, buddel ich dann tiefer und, oh, vielleicht kriegt man dann sowas hin. Oh, jetzt bin ich hungrig. Oh. Ist doch mal was, mein Freund. Warum ist hier eine Schlucht? Ich habe eigentlich schon irgendwas ausgewählt, Stufe 2, dass ich nicht so viel Hunger und so viel Durst kriege, aber irgendwie bringt das nichts. Ja, den Eindruck habe ich irgendwie auch. Ist nochmal eine Hühnersuppe. Gibt das vielleicht auf dem Fahrrad nichts zu essen? Ich habe auf dem Denk dran, dass es auch einfach ein bisschen dauert, bis die Wirkung vom... Nee, er zeigt einfach gar nicht das Symbol auf der linken Seite an. Das hatte ich ja auch letztes Mal. Achso, wo du dich ausgelockt hast, ne? Bitte? Wo du dich damals ausgelockt hast vom Server und wieder eingeloggt hast, war es die Geschichte? Hm, aber das hatte ja auch nichts gebracht. Also jetzt ist es wieder in Ordnung, keine Ahnung. Weil ich habe gerade 2 Mal auf dem Fahrrad nebenbei was gegessen und das ging einfach nicht. Hm.
Weil das hält natürlich meine Ausdauer down. So, und ab da würde ich sagen, fahre ich querfeld ein. Ja, es ist schon halb zehn. Ja, schaffe ich nicht rechtzeitig. Es tut mir leid. Ich mach jetzt auch schon mal Licht an. So, nochmal hier drauf. Ja, ist jetzt die Ausdauer, die mir noch in. Ja. Einreinwirkt. Fällt ein, jetzt oder nie. Ich hoffe einfach mal, dass bei uns kaum Zombies sind. Das hoffe ich auch. Ich sehe von hier das Moped qualmt. Es qualmt richtig. Faszinierend. Es ist dunkel, ich sehe doch nichts. Ach, da ist der Stacheldraht. Oh. Ah, ich höre dich. Ja. Warum qualmen die Mopeds? Das ist der Auspuff. Puff, puff. Hui! Ich bin da. Das freut mich. Hurra. Hurra. Nimm das, ihr dreckigen Zombies. Oh, schnell zumachen. So, ich bin safe. Kann ich ja gleich das mal reparieren? Kann ich nicht. Das Metall fehlt. Aber das mit dem Hunger ist jetzt interessant. Nee, doch, da ist eine Kartoffel. Leere Gläser. Trübes Wasser. Ich glaube, du kannst auch mal Wasser machen, wenn du gerade dabei bist. Oh Gott. Ja, Waffenteile. Ich glaube, ich mache mal noch eine Kiste mit Munition und eine Kiste mit Waffen. Weil die Waffen sind echt viel mittlerweile. Auch direkt hintereinander. Dann kommt da noch Waffen rein. Vielleicht ein bisschen sortiert. Ich glaube, wir brauchen bald Eier. Eier brauchen wir? Ist ja der Hammer. Ja, dann müssen wir wieder Eier sammeln, ne? Ich mache gerade die letzten Schinkenspeck mit Eierwehr. Ich habe gerade die kompletten Eier verbraten. Verbraten. Weil ich sie brate, weißt du. Ja, lustig. Nein! Okay. Ja, ich glaube, ich räume jetzt hier mal ein bisschen die Waffenkiste auf und ja, würde ich morgen sagen... Morgen fahren wir mit unseren Mopeds los. Yo, Gangster-Style. Total. Also, haut rein, abonnieren und liken nicht vergessen, kommentieren auch, wäre geil. Ansonsten, ciao. Tschüss.